Ist die Party an den Aktienmärkten jetzt vorbei? Das ist die große Frage und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute für die Märkte zu erwarten ist. Und die Vorzeichen sind erstmal rot. Warum eigentlich? Hat nicht Jerome Powell gestern alles getan, um die Aktienmärkte weiter nach oben zu treiben, indem er sagte, wir werden unsere Unterstützung bis lange, lange Zeit absehbar werden wir hier nichts ändern, obwohl die Vermögenspreise oder die Asset Prices, wie Jerome Powell gesagt hat, ziemlich hoch sind. Aber das hindert die Fed nicht einfach so weiterzumachen. Man kauft weiter 80 Milliarden an US-Staatsanleihen pro Monat und 40 Milliarden an Mortgage-Backed Securities, an hypothekenbesicherten Anleihen und sagt, es wird aber, und das ist so einer der Punkte, die den Anlegern dann vielleicht ein bisschen sauer aufgestoßen sind, es wird länger dauern, als viele glauben mit der Erholung. Die Märkte haben ja am Freitag den US-Arbeitsmarktbericht gefeiert, den Jerome Powell im Mindesten, was die Arbeitslosenquote betrifft, doch als falsch bezeichnet hat, nämlich um 3% zu wenig jedenfalls. War der Ausblick, den Jerome Powell gegeben hat, auf die Wirtschaft deutlich weniger optimistisch als das, was die Aktienmärkte annehmen. Schauen wir uns mal hier dieses Statement an. Da wird eben unten gesagt, hier in diesem Teil, wir werden weiter die Treasury Securities kaufen, mindestens at least auf dem aktuellen Niveau, wenn nicht mehr. Also praktisch die Rückversicherung, alles gut, Leute. Wir werden weitermachen mit der Unterstützung. Man erwartet seitens der Fed jetzt ein Minus von 6,5% für das Jahr 2020. Wenn die Projektionen stimmen, dass das zweite Quartal um und bei minus 25% liegen wird, dann muss dann schon eine ziemliche Aufholjagd passieren. Und hier unten sehen wir die Federal Funds Rate, die Fed erwartet. Also bis 2022 überhaupt keine Änderung. Es bleibt alles, wie es ist. Zunächst mal erstaunlich auch, dass bei den Dotplots, also bei den Erwartungen der FED-Mitglieder, wie sich die Zinsen entwickeln, kein einziges FED-Mitglied gesagt hat, wir werden Negativzinsen haben. Das will man also vermeiden, diese Negativzinsen, aber es dürfte dafür etwas anderes kommen und das ist nicht weniger schwierig. Aber schauen wir uns erstmal an hier, was die FED erwartet. Zwischen minus 7,6 und 5,5%. Im Dezember lag man noch bei plus 2,0 bis plus 2,2%. Man geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote zwischen 7 und 14% bleiben wird. Also hier nicht so wirklich eine deutliche Erholung kommen wird. Was machen wir aus dieser ganzen Geschichte? Wir sehen, dass vor allem die Aktienmärkte sich V-mäßig erholt haben. Ob die Wirtschaft das wirklich tut, ist die große Frage. Mohammed El-Arian sagt hier, wie ist es jetzt bestellt mit diesem Regenschirm, mit diesem Schutz, mit diesem Umbrella, den die Fed ja über die Märkte gespannt hat, vor allem die Anleihenmärkte, eben durch den Kauf von Staatsanleihen, von Mortgage-Backed Securities und, und. Aber was ist mit den Märkten außerhalb dieses Schirms? Und die Aktienmärkte sind ja eigentlich außerhalb, denn die Fed kauft ja alles außer Aktien. Wie ist dieser Disconnect zwischen den Assetpreisen und der Realwirtschaft? Was wird das langfristig bedeuten? In dieser Frage ist Jerome Powell gestern ausgewichen. Er hat gleich ja gesagt, wir dienen der ganzen Nation, wie Stalingrad und Pursky hier sarkastisch beschreibt. Das war ja das, was Powell gestern gesagt hat. Wir dienen der ganzen Nation, aber faktisch profitieren von unserer Politik nur 0,1%, nämlich die obersten 0,1%, indem eben die Assetpreise nach oben manipuliert werden. Dann diese Yield Curve Control, das bedeutet nichts anderes, dass man praktisch die Renditen für länger laufende Staatsanleihen deckelt, damit die nicht steigen, damit die Staatsfinanzierung nicht zu teuer wird. Dazu müsste die Fed dann, um das zu erreichen, eben immer wieder US-Staatsanleihen kaufen mit diesen Laufzeiten und damit deckelt man im Prinzip die Renditen. Das ist jetzt sozusagen nicht wirklich positiv für Aktienmärkte. Es ist nicht positiv für den Dollar. Es ist positiv für Gold. Denn wenn die Fed letztendlich die Renditen, die Zinsen deckelt, gleichzeitig aber die Inflation dann irgendwann ansteigt, dann wäre natürlich das ein Geschenk für Gold, dass er als Inflationsschutz gilt. Hier sagt man auch von Stalingrad und Pursky, ironisch und sarkastisch, wir werden unsere Mittel einsetzen, um alle Shortseller und Fed-Skeptiker
zu eliminieren. Genau das ist dann der Effekt. Das war ein historischer Tag. Die Fed hat wieder mal, wie Sven Hendrik sagt, nicht eingestanden, dass sie die Ungleichheit, die Ungleichgewichtung von Verteilung von Wohlstand maßgeblich fördert durch ihre Politik. Man gesteht zwar ein, dass die Assetpreise schon sehr, sehr hoch sind, sagt aber ja, ist halt so, wir machen weiter, weil wir das Funktionieren der Märkte garantieren müssen und weil da Jobs dran hängen, wenn sozusagen der Optimismus in Sachen Märkte groß ist. Und letztendlich sagt hier Sven Hendrik, ist natürlich auch Jerome Powell klar, dass es eine Blase ist, aber wir brauchen die Blase, weil es anders gar nicht mehr geht. Letztendlich eine Bankrotterklärung. Und eben hier dann nochmal die Aussagen von Jerome Powell, viel pessimistischer in Sachen auch Arbeitsmarkt. Es wird Millionen von Leuten geben, so Powell, die dann Schwierigkeiten haben werden, auch wenn die Krise vorbei ist, nochmal einen Job zu finden. Es wird viele bankrotte Firmen geben und Powell hat jedenfalls dann, oder ist der Frage ausgewichen, zwischen dieser Blase an den Märkten und was, ob die Fed damit etwas zu tun hat, natürlich nicht, das war klar. Schauen wir uns mal diese Grafik an, die von Ottavio Costa stammt. Die Fed druckt ja, wenn man so will, 120 Milliarden Dollar pro Monat. Jetzt nimmt aber die US-Regierung alleine schon 760 Milliarden, zum Beispiel im Mai, an Krediten auf. Das ist der zweithöchste Wert ever. Und damit ist das deutlich mehr als eben dieser gesamte FED-Stimulus. Und wenn man da mal die Bilanz sieht, dann ist der FED-Stimulus viel weniger als die Neuverschuldung. Das heißt, die FED kauft weniger an Staatsanleihen, als der Staat USA permanent emittiert. Das heißt, wir werden dann eine Unterdeckung haben, wenn die Ausländer oder auch die Einheimischen dann nicht massiv zugreifen. Die FED jedenfalls wird das nicht alles kaufen. Das ist vielleicht nicht bullisch für Stocks, also für Aktien, sagt Ottavio Costa. Und wendet sich an die Robinhood-Trader. Robinhood, ja, dieses Fintech, das diese Exzesse gut abbildet, die vor allem bei amerikanischen Privatinvestoren derzeit der Fall sind. Wenn wir uns mal die Marktreaktion anschauen, sehen wir, Nasdaq ist dann runtergekommen, Gold ist gestiegen, die Futures für Staatsanleihen in den USA gestiegen etwas, damit die Rendite gesunken. Und der Dollar ist gestiegen. Das waren, der Dollar, nachdem er zunächst schwach war, ist dann gestiegen. Jetzt ist die Frage, ist diese Kombination aus Yield Curve Control, also praktisch diesem Experiment der Fed, das man in den 1940er Jahren schon mal gemacht hat, dieser letztendlichen Bankrotterklärung, die Jerome Powell gestern gegeben hat, indem er zugibt, ja, die Assetpreise sind extrem hoch, aber wir machen trotzdem weiter. Gleichzeitig eben jetzt alles Gute eingepreist in den Märkten. Wenn man hier eine Analogie zieht zu 2009, hier sind verschiedene Verläufe eingezeichnet in dieser Grafik, dann könnte es durchaus sein, dass der S&P auf 2950 fällt, so Zimmer Fidelity. Das wäre dann doch schon ein ziemlicher Rücksetzer von ja gut 200 Punkten. Also da ist dann 8-9% wäre da drin. Wir sehen, dass diese Spekulationen hier, ich hatte es vorhin gesagt, bei Robinhood, bei Google Trends zum Beispiel, Daytrading, Booms ging nach oben, Call Optionen, Booms ging nach oben. Also diese Grafik zeigt mehr über die derzeitige Euphorie als alles andere. Wir sehen hier den krassen Unterschied zwischen den großen fünf, Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook, was die Bewertungen betrifft und was das Gewinn, das Umsatzwachstum betrifft. Das geht nämlich deutlich nach unten, die Bewertungen gehen deutlich nach oben. Apple gestern ja wieder neues Allzeithoch, Amazon, als gäbe es kein Morgen und als gäbe es keine Corona-Krise, die auch Unternehmen schadet. Und jetzt kommt neben der potenziellen Abwahl von Donald Trump, die ein bisschen von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird, oder zumindest ist die Gewissheit so ein bisschen weg, dass Donald Trump wiedergewählt wird, womit dann, wenn die Demokraten die Wahlen gewinnen würden, eben auch diese Unternehmenssteuerreform wieder abgeräumt werden würde. Und das zweite große Risiko ist eben jetzt der Anstieg, den wir in vielen Bundesstaaten der USA sehen, in Sachen Coronavirus, vor allem Kalifornien, da LA County, also praktisch die Region um Los Angeles, während New York sich jetzt sehr, sehr gut entwickelt in dieser Hinsicht, sind es vor allem die südlichen Bundesstaaten wie Arizona, wie Texas, die jetzt hier immer stärkere Zahlen haben. Wir sehen
zum Beispiel hier in Texas die neuen Fälle. Und das sind ja die Bundesstaaten, die sehr früh wieder geöffnet haben, die jetzt diese, die den Lockdown beendet haben, die jetzt diese starke Anzahl der Fallzahlen haben. Auch die Hospitalisierungen gehen stark nach oben. Und heute ein Interview, das wir auch sehen, sorgt mit Dr. Ashish Jha, Direktor des Harvard Global Health Institutes, der sagt, wir werden wahrscheinlich 200.000 Tote haben, schon im September. Und wir haben jetzt über 200.000 neue, beziehungsweise über 2 Millionen Infizierungen in den USA. Diese Schwelle ist jetzt überschritten worden. Das ist natürlich schon ein riesiger Punkt. Und wie gesagt, in vielen Bundesstaaten geht der Trend nach oben. Diese Welle an Coronavirus ist das, was die Aktienmärkte überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Eines der großen Risiken. Trump will trotzdem seine Wahlkampfauftritte jetzt wieder vor großem Publikum machen. Und heute vielleicht als Highlight in Sachen Daten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, zuletzt 1,87 Millionen, da werden jetzt so 1,55 Millionen erwartet, und die Continuing Claims, die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, Erwartung 20,5 Millionen um und bei. All das würde komplett den Arbeitsmarktdaten vom Freitag widersprechen. Aber schauen wir uns mal die Charts an. Was ist denn da los? Was ist da passiert? Wir sehen hier den Nasdaq 100 hier mal auf Stundencharts-Ebene, die Charts von Capital.com. Ich schiebe mich mal wieder ein bisschen runter. Ja, nicht das, sondern mein Bild, wenn ich das jetzt schaffe. Wenn nicht, lasse ich es bleiben. Ich lasse es bleiben, sonst passieren hier Unglücke. Jedenfalls sehen wir, dass der Nasdaq jetzt bei 10.000 Punkten handelt. Waren wir schon vorhin drunter. Wir waren in der Spitze gestern bei 10.158. Wenn wir uns mal den Dow Jones angucken, 26.535, waren wir gestern schon 1.000 Pünktchen höher. S&P 500 3.146. Was macht der DAX aus dieser Geschichte? Unter 12.300 Punkten. Damit scheinen wir hier eine Top-Formation abgeschlossen zu haben. Hier, Bums, der DAX ja schon seit vorgestern relativ schwach, damals 1,6% verloren, als die Amis noch wunderbar drauf waren. Wir sehen, dass auch der Nikkei deutlich unter Druck ist, hat hier einiges verloren. Also da geht es schon durchaus bergab. Wir sehen, dass Gold eben ansteigen konnte, wenngleich jetzt ein paar Gewinnmitnahmen folgen, aber wir sehen hier die Reaktion nach der Fed. Wir sehen Euro-Dollar, der derzeit bei 1,1352 handelt, und abschließend Crude Oil bei 38,27. Ist die Party jetzt vorbei? Werden wir sehen. Natürlich hat sich nichts geändert an der Unterstützung durch die Fed. Die ist klar, die wird sich nicht ändern. Das scheint klar. Es wird bis 2022 keine Zinsanhebungen geben, sagt die Fed. Aber sie ist eben deutlich skeptischer für die Wirtschaft. Sie warnt auch vor einer zweiten Coronavirus-Welle, und wie verzweifelt man ist, zeigt, dass diese Yield Curve Control, die Deckelung der Staatsanleihenrenditen, wohl kommen wird. Das ist relativ offensichtlich, und jetzt vielleicht schlichtweg Gewinnmitnahmen, die wir sehen, nachdem alles Gute eingepreist ist, nachdem eine derartige Euphorie eingepreist war und jetzt eben ein bisschen wieder mehr geguckt wird auf die Risiken. Wir werden sehen. Ich wünsche jedenfalls einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage euch Servus und